Hey Leute, Neostrix hier und heute zeige ich euch mal, wie ihr eine sehr einfache und kleine Schweinefleischfarm bauen könnt. Ja, falls ihr neu seid und mich noch nicht kennt, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß beim Video. So, hier sehen wir jetzt die Materialien. Hier gilt natürlich wie immer, die Baublöcke könnt ihr euch frei auswählen. Also hier Iron Block, das Glas, die Slab, Zaun und hier die beiden Spruce Sachen. Die könnt ihr auch durch jegliche andere Items ersetzen, solange es halt eins aus der Kategorie ist. Und jetzt fangen wir ganz einfach an, indem wir mal zwei Blöcke hier hinsetzen, darauf nochmal zwei. Darauf kommen dann zwei Dispenser, wichtig, keine Dropper. Da kommt dann wieder eine Schicht Blöcke drauf. Dann kommt so ein Block noch da oben drauf, dass wir hier diese Form haben. Dann kommt in die freie Lücke noch ein dritter Dispenser und obendrauf kommen dann nochmal zwei Blöcke. Und so sollte das Ganze dann bei euch aussehen. Als nächstes nehmen wir uns dann Trapdoors bzw. zwei Stück und setzen die hier an diese Stellen und klappen die einmal um. Das ist nämlich dafür da, dass die erwachsenen Schweine, die wir hier später reinbringen, hier oben stehen bleiben. Und wenn wir die dann hier drin in der Farm vermehren, die kleinen Schweinchen hier nach unten fallen und wir die uns dann, wenn sie ausgewachsen sind, grillen können. Und dann gehen wir jetzt noch hier an der Seite nach oben und genau das gleiche hier, wobei wir bei dem dritten Block einen Observer hinsetzen, der mit dem Gesicht nach vorne guckt und mit dem roten Punkt nach hinten. Und dann können wir die Wand noch weiter nach oben ziehen, einfach mit unseren Baublöcken. So, dann geht's weiter, indem wir an den Observer einmal einen Knopf setzen und hier auf den Block auch noch einen Knopf. Wie gesagt, welchen Knopf ihr verwendet, ist dabei egal. Dann setzen wir hier unten eine Doppeltruhe hin, an die wir dann hinten zwei Trichter dran platzieren. Wichtig, darauf achten, dass die Trichter auf jeden Fall in die Truhe rein zeigen. Können wir einfach testen, indem wir in jeden Trichter ein Item reinwerfen und dann sehen wir, wenn die ankommen, haben wir richtig gebaut. Und jetzt nehmen wir uns unsere Slabs, setzen die einmal hier über die Trichter. Das verhindert nämlich, dass die Lava zum einen hier komplett nach unten fließt später und zum anderen, dass die kleinen Schweine, die hier dann später unten stehen, dass die von der Lava nicht erwischt werden, sondern nur die großen ausgewachsenen Schweine, denn die kleinen Schweine würden uns kein Fleisch geben. Als nächstes gehen wir dann noch hin und setzen hier zwei Slabs hin und die füllen wir dann einfach hier bis nach oben mit normalem Glas oder was auch immer ihr verwendet. Und als nächstes kommt dann der Redstone-Teil, der ist allerdings sehr simpel. Dafür setzen wir einfach hier hinter den Observer einmal einen Block, dann setzen wir auf dieser Höhe hier schräg drunter einen Block, also so hier einen Block nach unten schräg und dann hinter die Dispenser auch nochmal zwei Blöcke und dann legen wir hier einmal Redstone drauf und auf die beiden. Und wenn wir jetzt mal den Observer hier mit dem Knopf drücken, dann sollten wir es klicken hören. Da haben wir es gehört. Perfekt und nochmal. Was ihr auch noch machen könnt, ist, dass wir hier einmal vier Leitern hin platzieren, damit ihr hier nach oben kommt. Und als nächstes gehen wir jetzt mal hier rein und setzen in beide Dispenser unten einmal Lava rein. Und in den oberen Dispenser setzen wir einen Wassereimer rein. Das Ganze können wir auch einfach testen, indem wir dann einmal hier den Knopf drücken. Da sollte dann hier Wasser rauskommen und auch wieder reingesaugt werden. Und hier unten natürlich, wenn wir jetzt drücken, sollte die Lava einmal ausgespuckt werden und dann kurz danach wieder eingesammelt werden. Testen wir das mal. Da kommt die Lava und ist auch wieder schon eingesammelt. Genau so soll das sein. Und was wir jetzt eigentlich noch machen müssen, ist hier Schweine hochzubringen. Wenn ihr im Survival unterwegs seid, müsst ihr sie halt einfach hochlocken, zum Beispiel mit Karotten oder ihr leint die Schweine einfach an. Natürlich könnt ihr es auch so machen, dass wenn ihr erstmal nur hier zwei Schweine reinbringt, dass ihr dann die beiden Trapdoors hier zuklappt, weil dann fallen die Schweine so ganz nicht runter, wenn ihr sie hier vermehrt. Und wenn das offen wäre, würden die kleinen Schweine natürlich runterfallen.
Und wenn ihr die erstmal so zu habt, dann bleiben die natürlich hier oben, bis dann halt die gewünschte Menge an Schweinen, die ihr euch hier in der Farm haben wollt, erreicht ist. Und ja, sobald dann genug Schweine hier drin sind, könnt ihr dann einfach die umklappen, die weiter vermehren und dann droppen die hier runter. Jetzt können wir aber erstmal hier die Schweine so im Kreativmodus natürlich mit dem Spawn-Egg rein platzieren. Und da haben wir schon gesehen, zwei kleine sind nach unten gefallen direkt und die großen bleiben hier stehen. Allerdings muss man beachten, dass es hier auch ein Limit gibt, wie viele Mobs auf einem Block stehen können. Und da sehen wir schon eins, ja, ein paar Schweine sind jetzt gestorben, einfach wegen diesem Limit. Da sehen wir, das passiert relativ schnell und jetzt ist es einfach so, dass hier genug Schweine auf beiden Trapdoors draufstehen. Und da sehen wir schon, von den Schweinen, die eben gestorben sind, haben wir jetzt schon Fleisch bekommen. Und was wir jetzt noch machen müssen als letzten Schritt, ist dann hier einmal über diese Öffnung Zaun drüber zu setzen. Das ist einfach dafür da, dass wenn wir die Schweine jetzt vermehren, indem wir hier auf den Knopf drücken, da brauchen wir natürlich erstmal ein paar Karotten. Das haben wir hier und dann sehen wir die Schweine, die haben da schon Bock drauf. Und jetzt können wir dann einfach zum Vermehren einmal hier den Knopf drücken und dann können wir die hier vermehren. Und wenn das dann passiert ist, drücken wir dann nochmal den Knopf und die kleinen Schweine sollten dann nach unten fallen. Das sehen wir dann hier sehr gut. Jetzt haben wir hier schon 4 Stück drin, vorhin waren es nur 2. Und je nachdem, wie es dann hier passiert, kann es passieren, dass ein kleines Schweinchen hier oben stehen bleibt auf der Trapdoor, aber je nachdem, wie sich die Schweine hier bewegen, fällt das dann nachher auch noch runter. Die Farm funktioniert jetzt im Endeffekt so, dass, wie schon eben gezeigt, wir hier den Knopf drücken, dann vermehren wir einmal die Schweine, dann drücken wir nochmal den Knopf, das Wasser wird eingesammelt. Die kleinen Schweine droppen dann hier nach unten und wir sehen jetzt, wenn wir jetzt hier die Lava-Eimer platzieren, dann bekommen die keinen Schaden. Aber irgendwann sind die kleinen Ferkel dann auch ausgewachsen und sobald wir die dann hier einmal platzieren, die Lava, dann bekommen die auch Schaden und verbrennen dann. Und wenn die dann an dem Feuer sterben, dann bekommen wir auch das gebratene Schweinefleisch. Ja Leute, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann lasst mich das doch wissen, indem ihr jetzt Hashtag Schweine in die Kommentare schreibt. Und an der Stelle bedanke ich mich auch herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Wenn du jetzt noch Verbesserungsvorschläge oder Anregungen hast, dann ab damit in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao Leute!